Einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter ist wunderbar und endlich können wir heute mal eine Tour machen, die wir schon lang geplant haben. Endlich macht das Wetter mal mit, ja. Es ist kurz nach 7. Ich habe hier gerade noch kurz mein Frühstück zusammengesucht, sag ich mal. Einmal hier Joghurt mit Heidelbeer, macht Ewigkeiten satt und vor allem liegt dir nicht so wie so ein Stein im Magen, wenn du Berg hochlaufen willst. Und dann habe ich noch ein bisschen Gemüse gemacht, das esse ich aber erstmal auf dem Weg, weil wir ja noch eine Dreiviertelstunde im Auto fahren müssen. Und dann werde ich heute ganz, ganz, ganz kräftig höhenmetertechnisch an meine Grenzen kommen. Weil ich habe ja so 500 Höhenmeter ist ja so meine Grenze, die ich schaffe hoch und runter an einem Tag. Also wirklich so, wenn du wirklich so läufst, also ich bin ja sehr langsam, ich sterbe ja ab dem ersten Meter, kann dieses Sterben aber sehr lang fortführen. Und wenn ich auf keine Bahn angewiesen bin und wirklich mir Zeit lassen kann, ist kein Thema. Deswegen werden wir das auch so machen, weil dann sind wir nämlich so um 8:30 oder sowas. Spätestens 9, wenn es ein bisschen doof läuft, da drinnen und können auch tatsächlich loslaufen. Und dann habe ich den ganzen Tag Zeit, mich da hoch zu schleppen und auch wieder runter zu schleppen danach, ne? Und das sind nämlich 630 Höhenmeter. Also gutes Stück über meinem Maximum. Ich bin sehr gespannt, weil es ist Anfang der Saison. Es ist eine von den ersten größeren Touren überhaupt. Außer eine auf Eoflachland, die größte Tour oder die erste Tour jetzt hier diese Saison schon wieder ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich mega am Verrecken bin oder ob ich es schaffe, da hochzukommen. Ich hoffe es ja, weil die Hütte hat mich schon offen und da kann man nämlich einkehren. So, ich frühstücke jetzt mal, Domi ist noch im Bad und dann melden wir uns, wenn wir da hingefahren sind und loslaufen. So, wir sind angekommen. Da, Gimpelhaus, wollen wir hin. Man sieht es auch schon. Hier. Da ist unser Ziel, ganz da oben. Und wir sind jetzt hier ein ganz kleines Stück von da unten, haben wir geparkt rechts. Sind wir schon hochgekommen. Domi ist noch ein bisschen so müde morgens, tauglich. Und ich bin so, oh mein Gott, ich werde so sterben. Dann lass uns mal schauen, ob wir da hochkommen. Da oben wartet nämlich Verspur. Laut Schild 1 Stunde 45. Vorausgesetzt, ich komme überhaupt jemals da oben an. Sage ich jetzt einfach mal... 4 Stunden. Ich schätze 4 Stunden. Was denkst du, wie lange ich brauchen werde? 3,5, ich bin optimistisch. Okay, schätzt mal gerne mit in den Kommentaren, was ihr denkt, wie lange ich da hoch brauche. So, der gemütliche Teil ist vorbei. Und jetzt der Abbiegung in das Grauen, ich meine unsere Wanderung. Beginnt mit diesem Tor. So. Hi, mein Schatz. Hi. Versperrt! You shall not pass! Oder läufst außen rum? Das sah aber echt so aus, als ob das da geradeaus geht. Wow, Leute, ne? Guck mal, wie ich hier am Schwitzen bin. Meine Fresse, bin ich im Arsch. Aber wir haben jetzt schon so knappes Drittel ungefähr, ein Drittel. Und ich habe eigentlich heute relativ gute Fitness für meine Verhältnisse. Weil manchmal habe ich Tage, wo ich echt so gar nicht laufen kann. Und heute ist so ein richtiger Tag, wo ich eigentlich für meine Verhältnisse wirklich gut laufen kann, wenig stehen bleiben muss. Also läuft. Ich bin sehr optimistisch, dass wir da oben ankommen. Ist der Weg doch ein ganzes Stück anders wie unten. Unten eher so breite Waldwege und hier oben ist man schon näher am Felsen mit kurzen, also eher so schmalen Wegen und auch mal mit einem kleinen Abhang. Deswegen hat man hier auch ein bisschen
Geländer und kleine andere Sicherungsmerkmale. Also ist echt gut ausgebaut und man kann schön laufen. Gell, Schatzelein? Ja. Aber ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr. Und da ist ein Bänkle, oh Gott. Oh, da ist das Bänkle. Päuschen! So, liebe Leute, es ist Punkt 12 Uhr und wir sind da seit 2,5 Stunden unterwegs. Davon vielleicht so 20 Minuten Pause gemacht, 15 vielleicht, irgendwie sowas. Und 20 ist sehr hochgegriffen. Ja, wir haben wenig Pause gemacht. Eigentlich nur kurz eine Trinkpause, wo wir ganz kurz was getrunken haben und eine, wo wir ein bisschen länger saßen. 2,5 Stunden später. Da oben ist unser Ziel, Leute, ne? Ich behaupte mal, 10 Minuten werde ich dann noch brauchen. Oder hochgegriffen 15 Minuten, bis ich dann auch so alle Bilder gemacht habe und so. Da bin ich bei 2-3 Viertelstunden, bin ich da oben mit 630 Höhenmeter, Leute, ne? Richtig Hammer. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, muss ich gerade sagen. Oh. Schreibt mir mal gerne. Lass mich mal gerne wissen, ob ihr das gedacht hättet, dass es Bergalarm heißt. Langsam wird es definitiv Zeit, aber auch mal kurz Klöchen aufzusuchen, wie praktisch, dass wir da sind. Und dann wird es mal eingekehrt. Wird so hart eingekehrt. Endspurt. Endspurt. Hier geht's weiter hoch. Und dann nochmal darüber. Und dann sind wir bald da. Wir haben jetzt hier sehr, sehr, sehr schön eingekehrt und machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, beziehungsweise den Abstieg. Ich muss leider mit Jacke und alles, weil es hat angefangen zu regnen. Oh, das hätte jetzt echt heben können, aber was soll's. Tommy ist auch angepackt. Hi. So, wir verabschieden uns, wir gehen den gleichen Weg runter wie hoch und hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Hier können wir gerne mal Bescheid geben, falls ihr hier schon mal wart. Ist so ein bisschen mehr oder weniger eine Tour, wo ich immer wieder hinkomme. Einfach ist sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.